würdigen kann, der verdient, was ihm blüht. Die Literatur und das Jahr 68, da gibt es jede nur denkbare Beziehung. Vom besinnungslosen Einverständnis bis zur strikten Ablehnung. Eben deshalb ist am Ende dieser Sendung noch einmal ein Kontrapunkt zu bedenken und von noch einmal ganz anderer Art. Ein Autor mit einem literarisch schlüssigen, auch keineswegs unpolitischen, aber jedenfalls vom Zeitgeist kaum irritierbaren Konzept, Siegfried Lenz. Er hält an seinem Erzählstil, an seinem moralisch kontrollierten Realismus fest. Man mag da von läppischer Beschreibungsliteratur sprechen und dort vom Papiertiger. Jedenfalls hat er überragenden Erfolg. Schon in den 50er Jahren hatte Siegfried Lenz außergewöhnlich viele Leser erreicht. Vor allem mit seinem Erzählungsband »So zärtlich war Sulaiken«. In den masurischen Geschichten aus der ostpreußischen Heimat des Autors ist er wohl als Poet am eindringlichsten gegenwärtig. Da erzählt er die Dinge so, als erzählten sie ihn. Man kann nicht gleichzeitig mit der Welt groß werden. Sie ist immer schon da, wie die Erwachsenen. Sie ist eine anmaßende, aber vollendete Tatsache, hält nur einen Inhalt für uns bereit, eine Rolle, einen Charakter womöglich. Das war auch am 17. März 1926 der Fall, als ich geboren wurde. Als ich unter ordentlichen Seufzern und Hoffnungen auf eine Welt kam, die ich weder übersehen noch zurückweisen konnte, denn sie war schon da. Die kleine Stadt Lück war schon da. Man nannte sie bereits die Perle Masurens. Alles war schon da, als ich geboren wurde. Ich hatte streng genommen keine Daseinsberechtigung. Ich war überflüssig, entbehrlich, ein fahrlässiger Luxus. Die Gesellschaft hatte sich ohne mich bereits in Rollen und Privilegien geteilt. Die Besetzungsliste meiner Stadt war komplett. Die Arbeiter stellten Arbeiter dar, die Handwerker Handwerker, die Fischer Fischer. Die kleinen Lücker Geschäftsleute kannten ihren Text. Die Polizisten spielten Polizisten und die Beamten, zu denen auch mein Vater gehörte, waren gedankenlos in ihren Rollen ergraut. Vielleicht kam ich in Versuchung, früh zu sterben. Mit erträglichem Gewissen kann man doch nur in einer Welt leben, die einem erlaubt, seine Möglichkeiten daraus zu bekommen. In Lück, der Hauptstadt Masurens, stand am Tag meiner Geburt alles schon fest, war alles eingerichtet, verteilt und beschlossen. Ich war ihr Überfluss und das vereitelte wohl den Selbstgenuss. 1968 wird Lenz zum Bestsellerautor. Sein Roman Deutschstunde erreicht schon im Jahr seines Erscheinens eine Auflage von 100.000 Exemplaren. Lenz erinnert sich an hochgezogene Augenbrauen mancher Kollegen. Frage dich, was du falsch gemacht hast, dass dieses Buch ein Bestseller geworden ist. Lenz dürfte sich nicht gefragt haben. Er schreibt nicht für seine Kollegen, er schreibt für seine Leser. Das Erfolgsbuch wird verfilmt. Ein Polizist hat in der Zeit des Dritten Reichs dafür zu sorgen, dass sein Jugendfreund, ein Künstler, das über ihn verhängte Malverbot einhält. Der kleine Sohn des Polizisten hält zu dem Maler. So leistet er im Verborgenen Widerstand gegen das amtliche Tun seines Vaters. Während dieser Bilder beschlagnahmt und vernichtet, versucht der Sohn, sie zu verbergen und zu erhalten. Als der Krieg zu Ende ist, zeigen sich die psychischen Folgen der Pflichterfüllung bei beiden Personen. Der eine verfolgt weiterhin die Kunstwerke, der andere, manisch besessen davon, sie in Sicherheit zu bringen, wird zum Bilderdieb. In einer Besserungsanstalt soll der Junge dann einen Aufsatz zum Thema »Die Freuden der Pflicht« verfassen. In jener Deutschstunde bleibt das Heft leer. Es wird ein Buch daraus. Dieses Buch gerät wiederum in die Deutschstunden einer anderen Zeit. Und da geht man fast mit ihm um, als wäre es nur ein leeres Heft. Und der Künstler wird heute Mitwisser. Sie bekennen sich also zum Engagement. Meinen Sie nicht, dass es für ein Engagement erfolgreicher wäre, wenn Sie nicht nur, wie Sie in Ihrem Buch Deutschstunden, Tatbestände aufdecken würden und sagen, sondern an die Stelle offene Rebellion und direkte Anklage setzen würden? Man hat Sie deshalb auch schon mal den stillen Mitwisser und den besinnlichen Zweifler genannt. Natürlich könnte ich mich jetzt
dahin flüchten, in das Temperament flüchten und sagen, es entspricht nicht meinem Temperament, nicht? Oder es ist eine Sache des Temperaments. Sicher, das trifft auch zu. Aber ich halte das Argument der Überzeugung, der langwierigen, der mühseligen, der zähen Überzeugung für besser als das Argument der gellenden, unreflektierten Rebellion, wenn Sie so wollen. Nicht? Denn auch dafür muss es ja Anlässe geben. Schauen Sie, auch eine Revolte oder eine Rebellion, eine gerechtfertigte Rebellion, muss von einer Lage der Unvermeidlichkeit ausgehen. Der Unvermeidlichkeit im Moralischen, im Psychologischen, im Sozialen. Und wenn sie nicht gegeben ist, und sie ist nicht gegeben effektiv, dann versage ich mir diesen Aufruf. Lenz engagiert sich für den parlamentarischen Weg der Veränderung. Er und alle anderen Autoren, die schon vor der Protestbewegung politisch wach gewesen sind, können zunächst einmal mit Genugtuung Bilanz ziehen. Ich glaube, es ist keine übermäßige Anmaßung, wenn ich behaupte, dass die deutsche Nachkriegsliteratur bei der Vorbereitung einer gewissen Friedenspolitik in Europa eine gewisse Rolle gespielt hat. Abgesehen davon aber ist das Übereinkommen von Regierungspolitik und kritischer Literatur in einer dann doch sehr kurzen Phase der Entwicklung viel weniger folgenreich als der generelle Wandel des Verhältnisses von Kultur und Gesellschaft, der sich in jenen Jahren vollzieht. Fernab jeder parteipolitischen Pointe, das alles ist ja ein Vierteljahrhundert her, lässt es sich illustrieren am Wandel der Perspektive und des Sprachgebrauchs der Regierenden, wenn sie sich selbst zu Kultur und Literatur in Beziehung setzen. Zwischen den folgenden Äußerungen zweier Bundeskanzler liegen nur ein paar Jahre. Ein paar Jahre in jenen 60ern. Magnifizenz, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, meine verehrten Herren, wenn Sie wollen, liebe Kollegen. Ich habe in meiner Regierung Verkehrung. Ich habe in meiner Regierungserklärung deutlich gemacht, woher ich komme. Nämlich aus der Welt des Geistes, der ich mich verbunden und verpflichtet fühle. Ich sage es zugleich als ein Mann, der in seinen jungen Jahren von dem gelebt hat, was er zu Papier brachte. Also weiß ich nicht nur vom Hörensagen, dass schreibende Zeitgenossen sich in der latenten Gefahr befinden, zu Randfiguren der holzverarbeitenden Industrie gemacht zu werden. Applaus